Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausflipper. Oh Leute, ich bin ja vielleicht ein Kamel. Ich habe gerade die Folge angefangen, nehme so auf, denke so, alles cool und dann nehme ich gar nicht auf. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir Türen schon mal gekauft. Die sind hier. Haha, ich habe viele neue schöne weiße Türen. Juhu, ich habe weiße Türen. Und ich habe hier gerade Laminat verlegt. Ich dachte, ich nehme jetzt hier was Dunkles. Ja, einfach mal so für die Abwechslung, weil ich da schon mir so ein komisches gelbes Zimmer gebaut habe, was ich irgendwie nicht mehr so hübsch finde. Das Laminat ist einfach zu gelblich geworden. Und ich habe mir ein paar Lampen gekauft. Ja, jetzt geht es daran, dass wir jetzt natürlich hier ein bisschen Farbe noch an die Wand kriegen. Pistaziengrün, die Farben sind sehr dunkel, wie ich dann feststelle in hinterher. Wir nehmen mal hier den hellen Pfirsich. So, streichen. So, und jetzt werden wir ganz schnell das flott durchziehen. Oh, das nervt mich gerade, dass ich jetzt einfach, ich habe die Aufnahme angemacht und dann so, oh, alles cool, auf einmal rede ich so, denke, hä? Gucke so auf mein OBS, ich nehme ja gar nicht auf, was ist da denn los? Aber wie gesagt, es ist jetzt nichts passiert, außer dass ich wirklich hier die Türen eingebaut habe. Und da war ich ein bisschen dumm. Ich habe festgestellt, ich habe so die Haustür eingebaut. Die Haustür. Und stelle so fest, habe die eingebaut. Und dann war der Pnüppel hier, der Klopfer war auf einmal innen drin. Und man kann die Türen irgendwie nicht mehr umbauen. Oder ich habe sie nicht rausgefunden. Man musste sie immer wieder verkaufen. Das war doof. Also zumindest konnte ich sie mit dem Handtool nicht anfassen. Ich habe sie dann einfach wieder, wie gesagt, verkauft und neu gekauft. Was ein bisschen doof ist, weil man macht immer automatisch 50 Dollar Verlust. Dollar oder Euro? Ich weiß gar nicht. Euro. So. Guck mal, hier sind Haken an der Wand, die konnte ich gerade gar nicht sehen, weil es so dreckig war hier. Ach, jetzt kommt alles zum Vorschein. Ach ja. So. Hier ist immer noch hier wieder unsere Wand. An der. Es ist hier immer so ein bisschen blöd mit der Verkleidung hier. Müssen wir hier noch dahinter? Ne, müssen wir nicht. So. Jetzt habe ich die ganze Nacht durchgeackert. Jetzt geht es draußen schon wieder hell. Ich bin vielleicht fleißig. Ich bin sehr stolz auf mich. So. Farbe. Warum ist es denn so streifig? Ist das die Grafik einfach nur? Ja, es ist nur die Grafik. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt irgendwas, hätte ich doch was verputzen müssen oder so? Das sieht man nämlich hier nicht hier so wirklich, ob ich hier was machen muss. Da bin ich noch nicht genug into. Habe ich die schon gemacht, die Wand? Ja, habe ich. So, da oben noch. Zip. Gut, das ist die zwei noch. Ist das ein Wohnzimmer hier, ne? Soll ich da noch was hinstellen? Vielleicht so ein Sofa oder sowas, ne? Also zu viel werde ich jetzt nicht reinpacken. Aus das Schlafzimmer, da kommt, glaube ich, ein Bett rein. Da fehlt mir einfach noch die Erfahrung. Vielleicht wisst ihr das, ob ich die Häuser lieber möbliert verkaufe oder nicht. Da bin ich noch so ein bisschen überfragt gerade, was man am besten macht. So, mit Farbe füllen. So. Schmieren, schmieren, schmieren. So. Tadellos. Okay. Okay. Hier noch so ein bisschen was dran. Ich glaube, ich muss mir noch einen zweiten Eimer gleich holen. Ich glaube, das reicht wieder nicht. Ja, das reicht schon nicht. Oder war gerade alle, ne? Ja. Oh, nee. Ich brauche mir eine neue Farbe. Die will ich mir holen. Zack. Und das Handtool. Das Handtool. Ja. Okay. So. Ganz geschmeidig. Ich muss die Farbe füllen. Ich muss die Dose mit Farbe füllen. So. So, da gleich noch ein paar Heizkörper einbauen. Ich glaube, das ist das Wichtige eigentlich. Ob ich jetzt möblieren? Vielleicht muss ich doch gar nicht möblieren. Wollen wir noch weiter möblieren? Ich weiß es nicht. Ich war doch gerade auf so ein paar Tipps von den Leuten hier nebenan. Also hier links in der Leiste. Aber die schreiben gerade gar nichts mehr. Die sagen noch, ja, Tumbleweed, mach du mal, Nancy. Du machst es schon richtig. Aber ich glaube, wenn die Heizkörper dran sind, vielleicht reicht das dann auch schon. Oder kann ich die irgendwie anklicken? Nee, ich kann die auch nicht irgendwie logischerweise anklicken. Aber vielleicht hier bei Käufer? Da. Das ist der.
Hauptsache ist, so wenig wie möglich zu bezahlen. Das ist der. Aha. Der will nicht viel bezahlen. Ich verstehe. Und was ist das Ehepaar? Familie Jürgens. Um die 70 Rentner auf der Suche nach einem kleineren Haus. Vielleicht ist das für die das Richtige. Wen haben wir da noch? Die Uschi? Wer ist die Uschi? Die da. 30 Jahre alt, liebt unkonventionelle Lösungen. Aha. Na gut, wir gucken mal, wie wir das gleich machen. So, aber erst noch mal hier die restlichen. Vielleicht packen wir jetzt nichts weiter rein in das Haus. Da noch ein bisschen. Ist das hier Dreck? Nee, ne? Oh, ich hab. Guck mal, ich habe einen Schrubber. Ach, ich habe den upgegradet, richtig. Ich habe ja was upgegradet, aber hier ist, glaube ich, einfach nur Schatten, ne? Yes, das ist einfach nur Farbschatten. Gut, dann lass uns mal hier noch eine Heizung kaufen. Nee, da. Jetzt habe ich habe Heizung eingegeben. Heizung, wir sind ja französisch. So, zack. Montieren. Montgomery. Burns. So, hinein. Guck mal, wie ich das schon kann, ne? Wir erinnert euch ja noch an meine erste Heizung. Da konnte ich das ja noch gar nicht. Und jetzt ist so hier, zack, zack, zack. So. Das ist doch schon mal ganz gut. Guck mal, drei Räume fertig. Hier haben wir Lampen dran. So, dann fehlt der hier noch. Was ist das hier? Da ist irgendwas. Ist da noch irgendwo Dreck? Nicht hier unten? Ach, da ist die Steckdose, seht ihr? Da muss ich nochmal an die. Da muss ich nochmal an die Steckdose ran. Die ist noch kaputt. So, die müssen wir frisch und neu machen. Frisch und fresh und full of life. So. Wieder die Kabel ordentlich verlegen. Macht das bloß nicht falsch hier. Immer das Richtige ins Richtige. Logisch. So. Guck mal, kommt das Kabel raus. So muss das sein. Das gelbe Kabel muss immer rauspulen. Gepult sein. So plopp. Hinein. Und das war's. Gut, dann hier noch die Heizung dran. Wobei ich glaube. Erstmal, ich glaube, ich streiche hier erstmal. Wobei es eigentlich egal ist, ne? Eigentlich ist es egal. Hier an der Stelle. So. Ich muss den Heizkörper ja nicht abkleben zum Streichen. Ich bin ja Profi. Ich brauche sowas gar nicht. So, oder aufdrehen. Gut, wir brauchen hier auch Laminat drin, würde ich sagen. Dann nehmen wir aber auch wieder ein anderes. Oder nehmen wir hier, komm, wir nehmen hier mal Teppich. Wir nehmen mal Teppich, wir sind toll kühn. Gibt es noch was anderes? Das sind die normalen Teppiche, ne? Was für Boden, Fliesen. Blau, aber die Böden sind so. Ich könnte meine grauen, die beigefarbene Teppich nehmen. Wundervoll. Den nehmen wir jetzt. Komm. Ist der nicht schön? Richtig schön neutral. Neutraler Teppich. So liebe ich meine Teppiche. Was ist jetzt mit der Heizung los? Ach so, wegen dem Ding hier. So, gut, das hätten wir. Dann brauchen wir jetzt nur mal ein bisschen Licht hier drin, weil deshalb wirkt gerade alles hier so schlimm drin. Lampen. Wir können ja mal so eine Stehlampe auch mal benutzen. Nee, das ist so eine kleine, ne? Mini, ja, das ist eine Mini-Lampe. Wir können also eine große. Die ist aber, nee, die will ich doch nicht. Ich nehme doch eine Deckenlampe. Ich bleib bei der Deckenlampe. So. Die haben wir im Badezimmer. Die hatten wir, glaube ich, in der Küche. Und die ist hier in Dings. Nehmen wir doch mal hier. Wir nehmen so eine voll die verrückte Lampe hier. So. Habe ich auch wohl einen Lichtschalter? Oder habe ich den verbummelt? Den Schalter habe ich nämlich vorhin verkauft. Ich glaube, ich brauche noch einen Schalter. Ups. Gibt es überhaupt einen Schalter? Nee. Ich brauche irgendwie einen Lichtschalter. Oder wie geht das? Moderne Lichtschalter. Da kommt man rein. Ich mache hier mal. Da mache ich den mal hin. Ha. Guckt mal, wir haben Licht. Sehr gut. So, jetzt müssen wir noch streichen irgendwie. Da hatten wir das, den Pfirsich, ne? So, dann brauchen wir nochmal Farbe. Farbe, Farbe, Farbe. Farbe, Farbe. Wo ist denn Farbe da? Lass doch mal
lasst uns mal Pistaziengrün, ich gerne so ein ganz helles, helles Blau. Die sehen hier so schön aus, wenn man sie gleich hat in der Hand, dann denkt man so, um Gottes Willen. Da kann man nehmen das himmlische Blau. Nee, das ist mein Schrubber. Das ist falsch, Nancy. So. Huiuiui. Das ist schon schön. Das ist schon schön blau. Ja, das ist amtlich. Das gefällt mir. Da, also ich meine, wenn man so ein paar Tage das mal hat, ist doch auch mal schön. Ich würde es nicht jeden Tag haben wollen, aber das soll nicht unser Problem sein. Die können es ja wieder umstreichen, wenn es ihnen nicht gefällt. Nicht wahr? So. Dahinter noch. Zick. Jetzt ist mir die Farbe schon wieder ausgegangen. Tipp, immer die Tipps. Tipp, du musst Farbe hier an dein Pnüppel machen hier. An deine Kasserolle. So. Ist schon schön. Ich finde, das ist wie so ein Meerjungfrauenzimmer. Ich mach das. Das ist doch schön. Ist jetzt nicht unbedingt so männlich, aber vielleicht möchte man das ja auch gar nicht. Ja, man muss ja nicht hier immer. Ich habe ein weißes Zimmer. Vielleicht nehmen wir einfach mal so ein schönes farbiges Zimmer. Ist auch mal nett. So. Warte mal. Das haben wir so. Guck mal, wie gut das aussieht. Ist doch toll. Das ist der Shit, Leute. Ich sag's euch. Wir machen hier richtig Schotter mit der Bude. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon. Wir werden es gleich erfahren. So. Zack. Hier nochmal so dran. Habe ich da jetzt schon? Ja, hier war ich auch. Ne, da habe ich noch. Ach, es ist mir die Rolle wieder hier. Die Rolle entgleist mir. So, hier. Oh, guck mal, ich habe einen Skillpunkt, den ich upgraden kann. 4 Wände gleichzeitig oder Farbverbrauch? Ich glaube, ich nehme einen Farbverbrauch, weil das nervt mich immer tierisch. Dass ich immer so für den letzten Zippel immer noch einmal was kaufen muss. So. Wobei es in diesem Fall jetzt wahrscheinlich egal ist. Und ich noch mal einen kaufen muss. Aber vielleicht auch nicht. Guck mal, sieht noch gut aus. Könnte auch noch passen. Na, mal gucken. Da oben noch. Ja, die Fensterpartie, ne? Die nervt immer am meisten, weil es immer so. Ich muss hier immer so dran, noch da oben noch, weil er halt das nicht als Bahn erkennt. Logisch, irgendwie. Nachvollziehbar, aber trotzdem nervig. So. Huch. Bin vergessen. So. Oh, das wird ein ganz tolles Zimmer, Leute. Ich muss mal gucken, wie es jetzt gleich geht mit dem Verkaufen tatsächlich. Ob ich da. Oder ich muss das Haus ja noch von außen streichen, ne? Merke ich gerade. Das fehlt ja noch. Verdammt. Und jetzt ist das alle. Mist. Ein sauberes Haus. Jetzt ging es bei den anderen runter. Warum? Aber die sagen schon mal ja. Also die finden das, glaube ich, ganz gut. Okay. Das kann weg. Das kann weg. Oder? Brauche ich die noch irgendwo? Ich glaube, damit war ich durch. Können wir die verkaufen, die Restfarbe? Die Restfarbe. So, von außen. Kann ich hier außen nicht irgendwas machen mit dem Garten, sagt man? Oh, ich kann auch sprinten, sehe ich gerade. Zum ersten Mal merke ich das. Ja, von außen sollten wir es vielleicht auf jeden Fall noch anstreichen. Das ist ja jetzt nicht so hübsch. Was nehmen wir denn da für außen? Ach, war richtig. Shop. So, gucken wir mal. Gibt es hier irgendwie Survival, also die Sachen, ach, Schuhe, die Gummistiefel. So, Wandlampen, Wandfliesen, Vorhänge, das sind die ganzen Sachen, Tische, Teppiche, Sonstiges. Das sind auch nur Bücher und sowas, ne? So Kram halt, den man hinlegen kann irgendwie, okay. Also ich will gerade wirklich, ach hier, Paneele, so. Außenlaminat. Wollen wir die. Eine Holzhütte? Das ist ja cool, wenn ich das gewusst hätte. Innen drin hätte ich es gerne gemacht. Gut, für das kleine Haus lohnt sich es wahrscheinlich nicht, weil es viel zu teuer ist.
Obwohl, die sind alle gleich teuer, sehe ich gerade. 58? 58, ja. Wie ist das denn? Muss ich das gleich... Kostet das pro? Aber wir gucken mal. Wir machen jetzt einfach mal hier so eine... Paket, Laminatweiß. Das ist echt... Ich muss es echt gleich so komplett verkleiden, oder? Tatsächlich. Wie nehme ich den? Muss ich jetzt hier mit dem Ding hier wieder nehmen? Tatsächlich. Wow. Wisst ihr eigentlich, wie teuer das wird? Und wisst ihr, wie lange das dauert? Oh, um Gottes Willen. Ich hätte es einfach streichen sollen. Gott. Das habe ich nicht erwartet. Moment, ist das, heißt das, ist das hier immer ein... Das sind immer zwei Teile, ne? Boah, alter Falter. Das wird ja richtig lange dauern, richtig ins Geld gehen. Naja gut, hilft nichts, ne? Hm. Find's leider auch nicht so hübsch, muss ich sagen. Ist das echt das richtige Ding für außen? Obwohl, es ist schon dunkle Ziegel. Ja, es ist schon das Richtige. Das ist eine Holzverkleidung halt. Ja. Verdammt, aber was anderes geht halt auch nicht. Eine Farben. Ich könnte es natürlich jetzt, was ist, ach, Gips, ich könnte es noch alles, obwohl, ich kann es ja nicht einfach streichen. Das sieht auch scheiße aus. Oder wie sieht das denn aus, wenn ich... Ich hätte den einmal jetzt schon verkauft, ne? Wenn ich frage, wenn ich es einfach weiß streiche. Es sieht so, wisst ihr, ich finde das irgendwie so unschön hier. Aber vielleicht, wenn man es dann kauft. Hm. Damit bin ich, ich bin damit nicht zufrieden. Kann ich das verkaufen? Nein, das kann ich nicht verkaufen. Warte mal, wir kaufen uns nochmal so einen günstigen Farbtopf hier, so einen weißen. Ich kann ihn nirgendwo hinlegen, doch da. Guck mal, wie das aussieht, wenn ich das streiche. Hm. Aber macht, ist die Frage, ne? Macht man das als Haus, in einem Haus? Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man wirklich sagt, ich streiche ein Haus komplett weiß aus, also gerade hier. Sieht irgendwie auch nicht richtig aus, ne? Das sieht irgendwie aus wie ich habe mir jetzt hier, ich habe jetzt mein Haus noch nicht fertig. Okay, dann lass es hilft nichts. Wir müssen, glaube ich, uns so ein Ding hier machen. So, komm, nehmen wir einfach das, vielleicht das hier, das wird gleich besser. Ne? Ja, komm. Nehmen wir das. Versuchen wir es doch mal. So, wir nehmen wieder unseren Spachtel. So, das wird natürlich auch forever dauern. Aber das sieht auf jeden Fall besser aus als das davor. Glaube ich. Aber es sieht auch so klein aus, ne? Sind das die richtigen? Hm. Es ist schon Außenlaminat, ja. Es ist schon richtig. Ich könnte ja auch nur teilweise, ich könnte jetzt auch sagen, ich mache nur das, die eine Hälfte so oder hier zum Beispiel den Innenbereich, den mache ich mit Laminat und dann, wo ist es denn da hinten? Nee, ist mein Farbeimer da. Und dann noch so eine Steinwand, aber ich finde die auch so, Vielleicht habe ich da auch einfach noch nicht das beim Tutorial einfach mal durchgemacht. Vielleicht sollten wir das hier nachher nochmal weitermachen, bevor wir das Haus verkaufen. Vielleicht gibt es noch irgendwelche anderen Tipps und Tricks, die ich jetzt noch nicht kenne. Weil das ist vielleicht nochmal ganz sinnvoll, sich das anzugucken. Ich werde dieses Paket hier noch verlegen. Und dann gehen wir mal zurück in unser Büro und machen mal einen Auftrag. Das werden wir in der nächsten Folge dann machen. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, wir haben auch nicht alles gesehen bei den Aufträgen. Ne, zum Beispiel das Verlegen von den Fliesen und so weiter. Das hat sich ja so langsam aufgebaut. Und ich nehme an, das käme jetzt auch noch, die Außenfassade. So. Oh, jetzt haben wir es daneben gehauen. Na gut. Das geht ja zu dicht. Aber es beißt ja auch so ein bisschen mit dem Dach.
Andererseits, ich weiß halt nicht, was da vorher dran war. Na gut, ihr Lieben. So, ich wollte mal schauen, wie wir das überhaupt machen. Kann ich jetzt einfach hier zurück zu meinem Haus gehen? Zurück zum Büro bleiben. Ich will zurück zum Büro. Sehr gut, es geht einfach so. Das ist ja schon mal gut zu wissen, das ist schon mal die halbe Miete. Ne? Nicht, dass ich hier stehe und sage, ja, ist alles weg, schade. Du musst erst alles fertig machen, aber das wäre ganz schön arschig. Ordnung, sie ist sehr wichtig. So, na, guck mal, hier habe ich auch nur diese... Aber es ist auch dieses alte Holzkram, ne? Diese alte Holzverkleidung. Gut, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir mal schauen, wie wir das Ganze machen. Werden wir erstmal einen neuen Auftrag annehmen. Und dann, in diesem Sinne, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, natürlich das Glöckchen abonnieren, aktivieren. Aktivieren und abonnieren. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss!